Herzlich willkommen und grüß euch bei Ihrem Regionalfernsehen Enstal-TV. In dieser Woche haben wir diese Berichte für Sie. Der Gemeindewandertag von Haus im Enstal nach Schladming, Reiteralm-News rund um die Wintersaison 24-25, Beruf- und Karrieremesse, die Buckli in Gröbming, Tourismusverband Schladming-Dachstein, Impulsfinanzierung, Pressegespräch, Präsentation des Lions Adventkalender 2024, nachgefragt bei den Enstaler Kräuterfeen und Schatzkiste Enstal Staffel 2 Episode 6, das Benediktinerstift Admont. Ganz im Sinne der Gemeinschaft erfreute sich der Gemeindewandertag am Nationalfeiertag von Haus nach Schladming an hoher Beliebtheit. Das gemeinsame Bestreiten der 6,5 Kilometer bestärkte den Gedankenaustausch und ließ die Teilnehmer unpolitisch miteinander agieren. Unter dem Motto „Gemeinsam wandern“ waren zahlreiche Bürgerinnen und Bürger von Haus, Schladming und Ramsau eingeladen, der beliebten Bewegungsinitiative beizuwohnen. Voriges Jahr haben wir diesen Wandertag ins Leben gerufen und der Nationalfeiertag eignet sich dafür recht gut. Und da sind alle Einheimischen sehr, sehr glücklich, dass wir dies durchführen, gemeinsam wandern, gemeinsam reden, unpolitisch unterwegs sein. Der Anlass für diesen Wandertag ist ja der Nationalfeiertag. Und den Nationalfeiertag, den gibt es ja, weil ja heute vor 69 Jahren die Republik Österreich neu entstanden ist. Und das hat man in der Vergangenheit gefeiert mit Fittmärschen, Tag der Fahne und so weiter. Das hat alles ein bisschen an Bedeutung verloren. Jede Gemeinde hat mit großem Aufwand selber irgendwas gemacht und hat gesagt, machen wir was Gemeinsames. Die gemeinsame Wanderung bot eine willkommene Gelegenheit, die Natur zu genießen, neue Bekanntschaften zu schließen und sich in ungezwungener und unpolitischer Atmosphäre auszutauschen. Es ist mir eine große Ehre, dass ich die Gruppe anführen darf, mittlerweile das zweite Mal. Es ist ja heuer das zweite Mal. Und es ist uns ein großes Anliegen, die Gemeinden zusammenzuführen. Es ist ja, wir sind ja nicht nur Gemeindenachbarn, wir haben ja alle gemeinsame Interessen. Und deswegen freut es mich, dass wir dabei sein dürfen bei drei Labestationen mit einem großen Gewinnspiel da und auch noch in Schladming. Und wir haben Gott sei Dank wieder viele Leute animieren können. Die Wanderung startete am Schlossplatz in Haus, wo die Teilnehmer ihre Startbänder erhielten. Über die etwa 6,5 Kilometer lange Strecke führte der Weg durch die Marktstraße und Oberhauser Straße bis zur ersten Labestation bei der Bäckerei Steffelbeck in Oberhaus. Ja, es freut mich immer ganz herzlich am Nationalfeiertag, dass die drei Gemeinden sowas gemacht haben. Also dieser Wandertag von Haus durch Schladming finde ich immer sehr, sehr schön. Heuer haben wir natürlich Glück für das Wetter. Dort stärkten sich die Wanderer, bevor es über Lehen und den Ehnsweg zur zweiten Labestation in der Athletic Area in Schladming ging. Am Rathausplatz winkte den Teilnehmern die dritte und letzte Labestation, bevor sie anschließend zum gemeinsamen Einzug auf den Hauptplatz in Schladming aufbrachen. Für die vielen Teilnehmer sorgte man auch heuer wieder, dass sie nicht mit leeren Händen heimmarschieren. Unzählige tolle Preise wurden verlost, darunter als Hauptpreis tituliert 2 Ski Amadee All-In-Cards und 3 Konzertkarten für das kommende Ski-Opening in Schladming. Wir haben ganz viele tolle Preise, viele Sponsoren. Ich sage einmal Danke an alle Sponsoren. Danke an den Tourismusverband Schladming-Dachstein, Reiteralm-Bergbahn, Hauser Keiblingbahn, Suzuki, der Dritscher Mike. Viele, viele haben gespendet und uns da bei dieser Geschichte unterstützt. Dank der Unterstützung der Erlebnisregion Schladming-Dachstein und den Verantwortlichen der beteiligten Gemeinden konnte der Tag reibungslos und erfolgreich durchgeführt werden. Ganz zur Freude von Jung und Alt. Ja, bei dem schönen Wetter, was soll man auch am Sitzen? Einfach außer an die frische Luft mit der Familie und Leute wieder treffen und umquatschen ein wenig. Das passt. Weil da ich meine Freunde triff und da gibt es Stationen und da viel Jausen gibt und ich will gerne nach Schladming und da kann ich noch ein bisschen spielen und herumgaudern. Erstens, weil es so ein schöner Tag ist
Und zweitens, weil ich heute mit meinem Mann in den 61. Hochzeitstag komme. Darum haben wir uns entschlossen, wir gehen zum Wandertag mit. Weil es eine Jause gibt. Ganz im Sinne der Gemeinschaft erfreute sich der Gemeindewandertag am Nationalfeiertag an hoher Beliebtheit. Das gemeinsame Bestreiten der 6,5 Kilometer bestärkte den Gedankenaustausch und ließ die Teilnehmer unpolitisch miteinander agieren. Mit dem Winter unmittelbar vor der Türe versorgt Sie Reitalbergbahnen-Geschäftsführer Daniel Berchtaler mit den neuesten Infos bzw. News über die anstehende Wintersaison 24/25. Die Reitalb, ein beliebtes Ziel für Skifans. Geschäftsführer Daniel Berchtaler gibt uns exklusive Einblicke in die jüngsten Investitionen und der Vorverkauf der Saisonkarten läuft bereits auf Hochtouren mit einer äußerst positiven Resonanz. Im Moment sind wir natürlich jetzt gerade mittendrin im Saisonkartenvorverkauf. Wir sehen, dass die Nachfrage sehr gut ist. Unsere Kassen sind schon täglich jetzt besetzt. Also kommt und holt euch einen Saisonskipass. Ich glaube, wir haben heuer einen mega Treuebonus ausgerufen. Erwachsenenkarte, glaube ich, zu einem sehr fairen Preis-Leistungs-Verhältnis und alle Kinderkarten. Ansonsten natürlich auch für alle, die sehr online-affin sind. Unser neuer Online-Webshop ist jetzt heuer im Sommer in Betrieb gegangen. Da können Sie eure Tickets auch online buchen und dann bequem herkommen. Gar nicht bei der Kasse anstehen, einfach durch den Laser durchgehen und dann in Skivergnügen starten. Und was natürlich auch noch ganz besonders ist, was wir in den letzten Jahren einfach sehr positiv erfahren gehabt haben, wir sind der einzige Skiberg in der Region Stadtbing-Dachstein und überhaupt in Skiamd, wo man Samstag und Sonntag schon um 7.45 Uhr mit dem Skifahren beginnen kann. Auch beim anstehenden Ski-Opening in Schladming, das vom 6. bis 8. Dezember 2024 stattfindet, ist die Reitalm als Mitveranstalter dabei und freut sich darauf, die neue Saison gebührend mit einem besonderen Highlight einzuläuten. Mit den Auftritten der internationalen Superstars erwartet zeitgleich die Besucher der Reitalm ein tolles und würdiges Rahmenprogramm. Wir freuen uns natürlich auf das große Ski-Opening. Es war letztes Jahr das erste Mal ein Zusammenschluss bündelnder Kräfte von der Region Schladming-Dachstein gemeinsam mit den drei großen Skibergen. Und da sind wir natürlich auch heuer wieder dabei. Ich glaube, da haben wir letztes Jahr sehr, sehr viel dabei gelernt und auch sehr viele Erfahrungen sammeln können. Und ich glaube, wir haben uns so unter die Top-Openings in Österreich gestellt. Und deswegen sind wir heuer im Frühjahr wieder zusammengesessen, haben wir gesagt, jawohl, wir sind Mitveranstalter auch heuer wieder und haben uns dann sehr gefreut, dass wir die Künstlerpräsentation bei uns auf der Reiteralm, auf der Schnepfenalm durchführen haben können, wie eh schon in den letzten Jahren auch. Und das hat sich sehr, sehr gut etabliert. Haben wir natürlich auch ein super Rahmenprogramm direkt bei unserem Berg. Wir haben am 7. Dezember wieder unseren großen Skitest gemeinsam mit Intersport Gerhard, der übrigens ganz neu ausgebaut hat und ein wunderbares, cooles, neues Verkaufslokal ist hier in Gleim bei uns hier direkt neben der Reitalm-Talstation hat. Und dann natürlich ein richtiges Highlight schon, der höchste Laufsteig Österreichs oder zumindest der Steiermark, gemeinsam mit Intersport, Gerhard und Lodenstein 1888 haben wir wieder unsere Mondschau, direkt oben wiederum beim Ausstieg der Gasselhöhbahn. Besonders Familien und junge Skianfänger dürfen sich auf spezielle Programme freuen, die den Einstieg in den Wintersport erleichtern soll. Doch damit nicht genug. Die Reitalm gilt weit über die Region hinaus als erste Adresse für Trainingsläufe im alpinen Skibereich und zieht Jahr für Jahr Skiclubs, Profis und Nachwuchstalente an. Freut uns natürlich seit, ich glaube, April, Mai sind die ersten Anfragen schon gekommen, betreffend der Training der Ski-Weltelite. Aber ich sage es immer und da ist mir wirklich auch gleich wichtig, auch die vielen, vielen kleinen Skiclubs und Anführungszeichen, die sind für uns immens wichtig, dass man den Kindern eine Möglichkeit gibt. Wenige Skiberge geben das nur den Nachwuchsläufern und von dem her freuen wir uns über jeden Skiclub, der kommt. Umso mehr freut es uns natürlich auch, dass Marcel Hirscher sich angekündigt hat. Und wir versuchen vor allem auch die Schulen anzusprechen. Vor allem auch die lokalen Schulen sind eingeladen. Nehmt das Angebot an. Ich kann noch appellieren an die Lehrkräfte im Zuge vom Turnunterricht, vorn bei uns hier auf der Reitalm, alle Schulen quasi gratis, eine gute Möglichkeit zum Einstieg in das Skifahren, um den Kindern das näher zu bringen. Mit einem vielfältigen Angebot, verlässlichen Öffnungszeiten und optimalen Rahmenbedingungen erwartet die Reitalm ihre Besucher bereit für eine neue Skisaison voller Erlebnisse und sportlicher Höhepunkte.
Und das Highlight natürlich aus diesen ganzen Veranstaltungen, wir haben heute auch Europacup-Speed-Bereich hier, Finale Grande Runde, zwei Super-Gs. Aber das Highlight ist natürlich der Skicross-Weltcup, 16. und 17. Januar, wiederum im Großpark Reitalm. Da haben wir uns mittlerweile etabliert. Unsere Hüttenwirte verwöhnen natürlich die ganze Saison über, ganz speziell aber haben wir wieder unser Sound of Spring, quasi mit Beginn von Anfang März bis Saisonende, wo Live-Musik auf unseren Skihütten ist, auf den unterschiedliche Musikrichtungen gespielt werden. Und natürlich auf unserer Website ist sehr viel Inhalt, aber auch sehr viel Veranstaltungstipps. Also von dem her, glaube ich, versorgen wir alle Gäste sehr gut. Und wir sind auch noch sehr analog unterwegs. Ruft uns an, wenn ihr was wissen wollt. Wir unterstützen euch gerne. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Wir sind für unsere Gäste da. Und wir freuen uns auf einen super Winter 2024-2025. Um der nächsten Generation den möglichen Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern oder die Fortsetzung der schulischen Karriere zu durchleuchten, gab es mit der Berufs- und Karrieremesse Buckli die perfekte Möglichkeit zum Informationsaustausch. Auch im heurigen Jahr diente das WiFi Gröbming erneut als Veranstaltungsort für die renommierte Berufs- und Karrieremesse Buckli. Zahlreiche Aussteller präsentierten ihre Unternehmen, Schulen und Institutionen, um den Besuchern vielfältige Möglichkeiten aufzuzeigen. Wir haben drei Standorte mit der Buckli, Bad Aussee, Gröbming und Lietzen, wo wir einfach die Vielfalt der Berufe zeigen wollen, die Vielfalt der Unternehmen, die verschiedenen Schulen, die da bei uns in der Region sind und einfach auch Auswahlmöglichkeiten für junge Leute. Die können sich da informieren, die können angreifen, ausprobieren, gute Gespräche führen. Es gibt natürlich immer wieder wechselnde Unternehmen und auch Schulen, die dabei sind. Heuer zum Beispiel haben wir die Polizei nicht dabei. Das zirkt auch immer ganz gut. Ja, und sonst ist es, wir haben sehr viele Aussteller, die jedes Jahr dabei sind, die uns schon 10, 12, 15 Jahre begleiten. Ja, die Auswahl ist immer schon da gewesen. Grundlegend begrüßt man diese Veranstaltung aufs Allerherzlichste, weil man sieht einmal die Vielfalt von den Angeboten, die die Wirtschaft hier bietet, tolle Betriebe mit tollen Lehrplätzen. Das sind die Fachkräfte von morgen, die hier unterwegs sind. Und da freuen wir uns, dass hier wirklich genau geschaut werden kann, wo haben wir die Stärken, wo kommt man hin. Und aus Marke meine Gröbming überlegen wir auch nächstes Jahr, wenn es gut geht, den ersten Lehrling aufzunehmen. Die Organisation der Messe erfolgte auch dieses Jahr in Zusammenarbeit des AMS, der Wirtschaftskammer Enstal-Salzkammergut, der Steiermärkischen Sparkasse, im Regionalmanagement Lietzen und der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft. Dank dieser Kooperation konnte die Buckli erneut in diesem Umfang stattfinden. Wir sind sehr stolz drauf, weil immer wenn ich in andere Bezirke komme, da werden Sachen, sage ich, nachgeahmt oder die wünschen sich sowas. Wir haben halt den großen Vorteil, weil wir drei Standorte haben, Bad Aussee, Lietzen und Heinegröbming. Und leider, muss ich sagen, haben wir zu wenig Platz, dass wir alle Betriebe und Interessenten unterbringen. Wir arbeiten dran. Und das ist natürlich eine gute Möglichkeit für die Eltern und auch für die Schulen bzw. für die Jugendlichen reinzuschmökern, wo könnte die Reise hingehen. Und das vorab informieren sie hier ganz wichtig, weil somit Leerläufe vermieden werden. Die Gefahr ist dann nicht da, dass irgendwo eine falsche Lehre beginnt und die weiß, was mich erwartet. Und die Firmen können da gut Auskunft geben. Die Messe bot spannende und praxisnahe Einblicke in die zahlreichen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten des Bezirks, was den Besuchern half, die richtige Wahl für ihren beruflichen Werdegang zu treffen. Ich sage einmal recht herzlichen Dank, dass wir heute auch da auf der Buckli vertreten sein dürfen. Wir von der Polizei sind natürlich auch immer auf der Suche nach jungen, motivierten Menschen, die irgendwie so die Freude am Polizeiberuf finden möchten. Und der Weg zur Polizei ist eigentlich nicht schwer. Es gibt übers Internet polizeikarriere.at eine Website, wo man sich alle Informationen holen kann. Wir sind halt da, um die Schüler zu begeistern, die zukünftigen Schüler für unsere Schule, dass wir ihnen ein bisschen erzählen, was bei uns lernen können, was werden können. Ja, und die Gründe, warum man Tourismus studieren soll. Warum der Tourismus ein super Arbeitsbereich ist. Also ich repräsentiere die BAföB Lietzen. Wir sind eine sehr kreative, musikalische Schule. Genau, wir sind eine fünfjährige Schule mit Matura. Am Ende bist du eine ausgebildete Elementarpädagogik. Das heißt, du kannst frei im Kindergarten arbeiten, kannst eine eigene Gruppe leiten. Genau, hast aber natürlich alles offen. Du kannst weiter studieren gehen, du kannst Lehrerin werden. Also alle Wege sind offen.
Besonders bei der anvisierten Zielgruppe, den Kindern und Jugendlichen, stieß die Buckli auf großes Interesse. Sie konnten sich umfassend informieren und konkrete Ideen für ihre berufliche Zukunft entwickeln. Bei uns kannst du Ofenbau und Verlegetechnik lernen, 4-jährige Lehre oder Platten- und Fliesenleger, 3-jährige Lehre. Genau. Ich bin heuer das zweite Mal bei der Buckli dabei. Finde es spannend, mit jungen Leuten zu arbeiten. Ja, und hoffe, dass es heute noch ziemlich rund geht Nachmittag. Naja, die MFL bildet sehr viele Lehrlinge aus und auch viele verschiedene Lehrberufe. Wir haben eine eigene Lehrwerkstatt und zwei super Ausbilder. Also auf jeden Fall einmal, dass man einfach präsent ist bei solchen Veranstaltungen, dass man sich zeigt, dass die Jugendlichen wissen, welche Firma das überhaupt gibt. Und dass man ja, einfach das versucht zu vermitteln, dass eine Lehre schon durchaus attraktiv ist, einfach weil man halt auch gleich einmal Geld verdienen kann. Der Erfolg der Buckli setzte sich auch 2024 fort. Man beweist eindrucksvoll, dass eine erfolgreiche Karrierewahl durch den nötigen Informationsstrom beeinflusst werden kann. Ich glaube, dass da viele Leute reingehen, die noch gar keine Idee haben, was überhaupt da wollen, Schule, arbeiten. Ich glaube, dass man da gute Eindrücke kriegt. Erneut wurden den Jugendlichen, welche möglicherweise noch ein bisschen im Dunkeln tappen, die vielfältigen Berufs- und Karrieremöglichkeiten im Bezirk Liezen aufgezeigt. Wir sind die, die unseren eigenen Weg gehen, die Freude schenken, die Lebensraum gestalten, die Region versorgen, die Unternehmen updaten. Und was die Zukunft bringt, haben wir selbst in der Hand. Schraub auch du an deiner Zukunft. Mit einem von 13 Lehrberufen in den Wirtschaftsbetrieben des Stifts Admont. Dein Talent ist unsere Zukunft. Bewirb dich auch du.
Grüß denk aus St. Gallen. Ihr sitzt heute da vor einem lieben, wunderschönen Haus. Das, was 1992 gebaut worden ist und alle wieder modernisiert worden ist. Kommt mit, schaut sie eigentlich mit mir auf einen Rundgang an. Wie ihr seht, gehört das Grundstück ja auch dazu. Und dahinter ist gleich der Spitzenbach, wo du dich im Sommer ankühlen kannst. Wenn dir die Liegenschaft gefallen hat, dann meld dich einfach bei mir. Ein Sonja Draxler von Remax Nature in Lierzen. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. In den Herbstwochen wird es ruhiger in Schlappming-Dachstein. Doch gleichzeitig ist es auch eine schwunghafte Zeit, wenn die regionalen Musikkapellen zu ihren alljährlichen Konzerten einladen. Von Herbstkonzerten, Wunschkonzerten oder Martini-Konzerten wird in zahlreichen Orten der Region etwas geboten. Es erwartet dich ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl klassische als auch moderne Werke umfasst. Genieße einen Abend voller musikalischer Höhepunkte in gemütlicher Atmosphäre. Alle Informationen dazu findest du unter www.schlattming-dachstein.at/Veranstaltungen. Alles, was es mit der Impulsfinanzierung vom Tourismusverband Schlappming-Dachstein auf sich hat, erklären Ihnen Geschäftsführer Matthias Schadleitner und der Leiter des Lebensraum- und Produktentwicklungsteams Georg Knaus in ausführlicher Manier. Als Tourismusregion ist unser wichtiges Anliegen, dass wir auch auf unsere Produkte schauen. Und deswegen sind wir auch sehr froh, dass es immer wieder gelingt, rund 1 Million Euro bereitzustellen pro Jahr für die Produktentwicklung, für Impulsfinanzierungen, für Qualitätsverbesserungen. Denn es ist die Basis unseres touristischen Erfolges. Und das Schöne daran, diese Produkte werden nicht nur von den Gästen genutzt, sondern auch von den Einheimischen. Und ich glaube, der Mix ist entscheidend im Bereich des Wanderns, des Mountainbikens, der Familieneinrichtungen, dass wir dementsprechend draufbleiben, um die Region Schlappming-Dachstein auch zukunftsfit zu halten. Denn die Produkte sind entscheidend, machen Zukunft
erfolgreich zu sein. Der Tourismusverband Schlappen-Dachstein hat bereits 40 Projekte mit über 1 Million Euro unterstützt. Und die Kommission hat sich dazu entschieden, den Fokus auf Wandern und Bike zu legen. Und darum ist es auch gelungen, 14 Wanderwege zu errichten bzw. general zu sanieren. Wie zum Beispiel den Jungfrauensteig, die Wörschachklamm, den Märchenweg am Rittisberg, den Dusitzkaseweg oder jetzt ganz neu der obere Talbachweg. Im Bike-Bereich haben wir mit Single Track House Eich ein sehr attraktives Angebot für Kinder geschaffen. Und im Bereich Klettersteige haben wir den Ramsauer Klettersteig als Tourismusverband auch mit über 30.000 Euro unterstützt. Auch im heurigen Jahr will der Lions Club Schladming mit dem karitativen Adventkalender eine Fortsetzung der Unterstützung bedürftiger Menschen der Region herbeiführen. Wir durften vom Pressegespräch berichten. Schnell, rasch und unbürokratisch. Unter diesem Leitsatz verschreibt sich der Lions Club Schladming, bedürftigen Menschen zu helfen. Anlässlich der dritten Auflage und der daraus resultierenden Präsentation des beliebten Lions Adventkalender traf man sich im Sporthotel Reuer. Auch im heurigen Jahr gibt es die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen und gleichzeitig Gutes zu tun. Also wir haben gestartet im ersten Jahr mit einer Auflage von 6.000 Stück. Im Team, das immer noch das gleiche ist, wir sind 6 Mitglieder vom Lions Club. Im ersten Jahr waren wir uns nicht ganz sicher, ob das bei uns klappt. Im zweiten Jahr haben wir auf 6.500 Stück erhöht und heuer haben wir 7.000. Also es sind einfach die Firmen und Menschen in unserer Region perfekt. Alle unterstützen den Lions Club und ein tolles Projekt. Als der Heinz letztes Jahr zu mir gekommen ist und gesagt hat, er würde gern mit mir nächstes Jahr den Adventskalender gestalten, habe ich mir Gedanken gemacht, welches Foto nehme ich jetzt dafür. Und habe so in mein Archiv durchgeblättert, stundenlang. Und dann ist mir dieses Bild vom Spiegelsee mit dem beschneiten Dachstein untergekommen. Und ich finde diese Stimmung, diese Ruhe, die dieses Bild ausstrahlt, das hat was. Groß war die Bereitschaft, heimischer Firmen mitwirken zu wollen. Der Lions Adventkalender besticht abermals durch die Vielfalt bzw. Individualität der unzähligen Preise. Also wir haben 24 Hauptsponsoren, pro Tag gibt es 3 Hauptpreise, jeder Preis hat einen Wert von 150 Euro. Das kann sein Einkaufsgold, das kann ein Wellnessgutschein sein, Warengutschein etc. Und dann haben wir zusätzlich jeden Tag noch einige Sonderpreise, die auch im Wert von 50 bis 150 Euro liegen. Galt es vor Jahren noch als ungewiss, entpuppte sich diese karitative Weihnachtsaktion als voller Erfolg. Als Präsident des Lions Club Schladming bin ich mächtig stolz, dass ich so ein tolles Team für das Adventkalenderprojekt da hinter mir habe. Das Adventkalenderprojekt ist ja schon sehr wichtig für uns, weil die Erlöse wirklich unseren Radius erweitern können und wir weit mehr Menschen helfen können, schnell und unbürokratisch, so wie es das Motto der Lions ist. Um so ein tolles Projekt realisierbar zu machen, braucht es natürlich die Kaufkraft sowie die tatkräftige Unterstützung vieler einzelner Mitwirkender. Also dieser Adventkalender, wo man viele tolle Preise gewinnen kann, ist ein kleines, feines Geschenk an die Mitarbeiter. Das nehmen viele Firmen wahr, auch unsere Gemeinde seit mehreren Jahren. Ich darf mich da bedanken bei allen Firmen, bei den Bergbahnen, bei allen, die dazu gespendet haben. Uns hat das Projekt seinerzeit der Trinker Alfred Kleiminger Hof vorgestellt und wir haben da gleich gesehen, das ist eine gute Idee und das ist einfach eine gute Sache und da wollten wir uns auch nicht ausschließen und sind da seitdem live dabei. Ja, wir als Dienstleister in der Versicherungsbranche leisten natürlich irgendwo einen Beitrag, damit wir die Leute gut absichern im täglichen Leben bei Schicksalsschlägen. Aber es gibt leider immer wieder Leute, die was halt durch den Rost fallen. Und da finde ich es sensationell, dass der Lions Club so ein Projekt ins Leben gerufen hat. Ich finde es eine großartige Aktion, dass man quasi ein regionaler Betrieb hier vor Ort bedürftigen Menschen hilft. Wir haben hier schon auch andere Aktionen, auch andere Lions Clubs in Graz unterstützt, beispielsweise schon länger mit einer ähnlichen Aktion.
Und wie der Climbing Freddy zu uns gekommen ist, habe ich natürlich sofort ja gesagt. Gekauft haben wir es, damit wir unsere Kunden da ein cooles Weihnachtsgeschenk oder Geschenk zur Weihnachtszeit mitgeben. Wir haben heuer davon gehört, dass das eben gibt. Und wir haben gefunden, von Tommy Pipehouse haben wir gesagt, da sind wir dabei, das unterstützen wir gerne, weil es ein super Geschenk ist. Wir stehen dazu, dass wir einfach ein gutes Projekt unterstützen. Das ist ein Acrylbild aus meiner Werkreihe Neue Wege gehen. Es zeigt unsere Tierwelt, unsere Bergwelt und ich freue mich sehr, dass ich es einer spenden habe können. Ja, das könnt ihr bei mir kaufen in der Trafik Kerschpommer in Gröbming. Und die habe ich jetzt gekriegt. Also ab Freitag sind sie verfügbar. Und ich hoffe, dass viele kommen und bei mir ankaufen. Mittels dieser Aktion signalisiert der Lions Club Schlappming abermals die Bereitschaft, Bedürftigen zu helfen und zeitgleich die Gemeinschaft der Region zu stärken. Passend zur Jahreszeit durften wir bei den Enstaler Kräuterfeen nachhaken. Die beiden Kräuterexpertinnen Sarah und Laura versorgen Sie mit wertvollen Tipps und Tricks für den Körper, um für die kälteren Monate gerüstet zu sein. Wenn die Tage und Sonnenstunden kürzer werden und man weniger draußen an der frischen Luft unterwegs ist, sollte man sich vermehrt die Kraft der Natur zu eigen machen und seinen Körper damit stärken. Wertvolle Tipps dafür gibt's von unseren Enstaler Kräuterfeen. Der Herbst ist wieder ganz eine besondere Jahreszeit. Wenn du jetzt wieder einen Jahreszyklus betrachtest, dann kehrt jetzt quasi die ganze Kraft wieder zurück in die Erde. Und wenn man es jetzt aus der Sicht von Mutter Natur betrachtet, ist es eigentlich ein unglaubliches Geschenk, was sie uns noch einmal vor dem Winter macht, weil sie beschenkt uns eben mit Wildobst bzw. Wildfrüchte. Und die haben ja ganz viel Vitamin C und das sind ja auch die Äpfel und die Birnen, wenn du das so nimmst, auch im Herbst zu ernten. Und da sollte man eigentlich ein bisschen drauf hören, weil die ganze Grünkraft ist jetzt dann bald nicht mehr vorhanden und die Mutter Natur sagt so quasi zu uns, deckt euch jetzt noch ein mit Vitamin C und mit ganz vielen anderen Vitamine und anderen Inhaltsstoffe, damit es eben gut über den Winter kommt. Richtet man beim Sammeln die Aufmerksamkeit auf die einfachen, vielleicht oft verkannten Dinge, wird man aber bestimmt in seinem Garten oder auch am Wegesrand fündig. In der Herbstzeit ist auch wieder was ganz Besonderes unsere Brennnesselsamen. Die sind vom Inhaltsstoff, die haben ganz, ganz viel Eisen, aber auch ganz viel Vitamin C und ist quasi unser einheimisches Superfood. Und die sind auch super einfach zu ernten. Und dann tut man es einfach trocknen, anrebeln und dann über jegliche Speisen oder so einfach dazugeben. Besonders angetan hat es den Enstaler Kräuterfeen aber eine Pflanze, die richtig viel Power hat. Also wir sind ganz riesengroßer Fan von den Hagebutten, weil die haben wirklich so viel Vitamin C. Das sind wirklich 1250 Milligramm Vitamin C-Gehalt auf 100 Gramm Fruchtschale. Und da haben wir immer unser Rundum-Fit-Pulver. Und ganz wichtig beim Vitamin C, nicht heiß aufkochen und drum auch als Pulver, weil sonst tötet man ja wieder das Vitamin C durch das heiß aufkochen. Man sollte sich nicht nur aufs Ernten und Sammeln konzentrieren, sondern auch aufs Atmen. Gerade in der Herbstzeit ist es jetzt wichtig, noch einmal viel Aussetzung geht, das Immunsystem noch einmal so richtig zum Stärken und noch einmal die ganze gute Waldluft quasi ganz bewusst oft auch einzuatmen, weil eben so viele Terpene in dieser Waldluft drinnen sind. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, außer zum Gehen, kann man sich aber auch mit den ätherischen Ölen diese wertvollen Terpene nach Hause holen. Wenn zu Hause einmal dicke Luft herrscht oder man den Körper einfach durchlüften will, sollte man sich am besten eines alten Brauchtums bedienen. Jetzt ist ja auch wieder die dunkle Jahreszeit und das ist ja auch immer die Räucherzeit, das kennt man. Aber räuchern kann man eigentlich prinzipiell das ganze Jahr. Aber es ist schon eine ganz spezielle Wirkungsweise, weil zum Beispiel räuchert man mit Wacholder, desinfiziert man den Raum. Das heißt, wenn man erkältet ist oder irgendwer in der Familie kränkelt, dann kann man gerne mal eben mit einem Wacholder oder einem Salbei und einem Beifuß zum Beispiel dazu durch die Wohnung oder durchs Haus durchgehen und reinigt quasi die Raumluft.
Wer sich in jungen Jahren schon derart intensiv mit der Heilkraft der Pflanzen und der aufwendigen Herstellung der Naturprodukte befasst, muss eine große Leidenschaft in sich tragen. Beschäftigt haben wir die Kräuter eigentlich schon immer. Ich habe noch immer einen riesen Garten gehabt und die Sarah, eben meine Kollegin, da schon kennt. Wir waren von Anfang an gut befreundet und nachher war so dieses Projekt Gartengestaltung und wie man alles pflanzen möchte. Dann haben wir gesagt, ja, machen wir die Ausbildung zur Kräuterpädagogin und es war eigentlich eher so für uns gedacht, nur haben uns die Kräuter dann einfach nicht mehr auslassen und dann ist es immer mehr und mehr geworden. Ja, es ist schon so eine Art Verbindung, was dann mit den Pflanzen oder mit der Natur eingehst. Und das ist sehr wohltuend und belebend und konnte ich mir gar nicht mehr vorstellen ohne. Und wie man schon seit jeher weiß, die Natur ist einfach die beste Apotheke. Das Ennstal ist ein beeindruckendes Naturschauspiel, welches mit unglaublicher Schönheit und Vielfalt besticht. In der 6. Episode der 2. Staffel Schatzkiste Ennstal erhalten Sie faszinierende Einblicke in das 950 Jahre alte Benediktinerstift Admont. Die Benediktinerabtei Admont ist das älteste bestehende Kloster der Steiermark. Wir feiern ja in diesem Jahr dann das 950-Jahr-Jubiläum. 1074, das Jahr unserer Gründung, war ja eine sehr spannende und beeindruckende Zeit, in der vieles im Umbruch war, vielleicht auch ein bisschen vergleichbar unseren heutigen Tagen. Und in diese Zeit hinein gründet Erzbischof Gebhard von Salzburg mit Mönchen aus der Salzburger Abtei St. Peter dann hier in der Einöde des Ennstals dieses Kloster. Ora et labora et lece, bete und arbeite und lies. So lautet die Ordensregel des heiligen Benedikt von Nursia, nach der die Mönche des Benediktinerstifts Admont seit nahezu 1000 Jahren leben. In dieser 6. Episode der Schatzkiste Ennstal nehmen wir uns dem 1074 gegründeten Kloster an, beleuchten dessen Geschichte und Bedeutung für das Ennstal. Von dieser sehr schwierigen Gründung, die ersten Mönche haben wir nicht lange durchgehalten, weil natürlich die örtlichen Verhältnisse überaus schwierig waren. Sumpfgebiet, das sie erst beginnen mussten, irgendwie urbar zu machen. Über die erste Phase, die ersten 100 Jahre des Bestehens, wo aufgrund des Investiturstreites und der Auseinandersetzungen zwischen Papst einerseits und Kaiser andererseits unser Kloster, also immer papsttreue Abtei, dann auch immer wieder zerstört worden ist und viele Wirrnisse dann auch erdulden musste, über eine große Blütezeit in den Jahrhunderten danach, wo von Admont aus viele Mönche in andere Klöster geschickt worden sind, um diese zu reformieren und sozusagen wieder in neuen Schwung zu bringen. Dann die Entwicklung in der Reformationszeit, wo eigentlich nur mehr zwei Mönche hier in Admont gewesen sind, und dann das neuerliche Aufblühen in der Barockzeit, wo auch dieser wunderbare Raum dann geschaffen worden ist, die Bibliothek und viele andere Baulichkeiten. Dann die schwierige Situation im Josephinismus, wo Admont ja eigentlich aufgehoben werden sollte nach dem Willen von Kaiser Joseph II., was dann nur durch Intervention des Salzburger Erzbischofs abgewendet werden konnte, bis hinein in die Zeit, wo dann durch die Brandkatastrophe es überhaupt so ein bisschen fraglich war, ob dieses Kloster weiter bestehen kann und darf. Und dann eben der Neubau, der Wiederaufbau des Klosters und dann die Phase des 20. Jahrhunderts mit den beiden Weltkriegen, die Aufhebung in der Zeit des Nationalsozialismus, wo die Mönche vertrieben worden sind. Wir sprechen trotzdem von einem Weiterbestand unserer Abtei, weil zwei Mönche ja auch immer hier vor Ort geblieben sind und der Konvent sich ja trotzdem regelmäßig getroffen hat, bis hin in unsere jüngere Zeit mit ihren Herausforderungen, einer Zeit, wo vieles nicht mehr so klar ist wie in vergangenen Jahrhunderten, wo es natürlich auch einen Glaubensschwund gibt und es da neue Herausforderungen zu meistern gibt.
Das Benediktinerstift Admont deckt ein breites Spektrum an Aufgabenbereichen ab. In Unternehmungen wie der Admonter Holzindustrie, dem Stiftsgymnasium oder der Stiftsapotheke. Abseits dieser Tätigkeitsfelder findet man sich in Admont, aber vor allem im gemeinsamen Gebet wieder. Neben dem Kulturbereich, der natürlich für Außenstehende der offensichtliche ist, ist für uns natürlich unser gemeinschaftliches Leben das Zentrale und Wesentliche, dass wir also versuchen, dem Gründungsauftrag gerecht zu werden. Und zu diesem Gründungsauftrag nach dem Geist des heiligen Benedikt gehört natürlich in ganz zentraler Weise das gemeinsame Gebet. Dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden, so sagt es der heilige Benedikt. Und wir treffen uns mehrmals am Tag, um gemeinsam zu beten, um uns wieder neu zu orientieren und eigentlich auch die Wolkendecke der Gottvergessenheit zu durchdringen und immer wieder zum eigentlichen Ursprung und Ziel unseres Lebens durchzustoßen, neben eben zum Göttlichen. Das ist für uns einmal der ganz wesentliche Bereich. Daneben aber auch eben das weitere gemeinschaftliche Leben, das für uns ja doch sehr, sehr wesentlich ist. Als Benediktiner leben wir nicht jeder für sich, sondern eben in einer Gemeinschaft mit all den Chancen und Freuden, aber eben auch Herausforderungen, die ein solches Leben in sich birgt. Weit über die Grenzen des Ennstals hinaus bekannt, ist Stift Admont aber für seine spätbarocke, weltgrößte Klosterbibliothek. Wir brauchen die Bibliothek, wir brauchen unser Bestreben nach Weiterentwicklung im Wissen, im Spirituellen. Und dazu ist eine solche Bibliothek natürlich eine unglaubliche Schatzkammer, die eine Fülle an Reichtümern, geistlichen, spirituellen Reichtümern in sich birgt. Und man merkt schon, wie viel Mühe damals investiert worden ist, wie viel Kosten man auf sich genommen hat, um einen solchen Palast des Wissens schaffen zu können. Das zeigt uns schon, was für eine Wertigkeit Bibliotheken gerade für Benediktinerklöster immer gehabt haben. Und wenn wir wissen, dass in etwa 200.000 Bände in dieser Bibliothek enthalten sind, aus den verschiedensten Epochen vom 8. Jahrhundert bis in die allerneueste Zeit, dann kann man sich schon vorstellen, was das für ein Reichtum, jetzt weniger im materiellen Sinn, auch natürlich, aber vor allem im übertragenen Sinn dann ist. Stift Admont versteht sich als geistliches und kulturelles Zentrum der Obersteiermark. Dies schlägt sich auch in der Philosophie der vier Museen des Stifts nieder. Und es ist immer sehr wichtig zu zeigen, aus welchem Geist, aus welcher Mentalität heraus eigentlich all das entstanden ist, dass wir also nicht ein Museum sind, wo zur Dekoration ein paar Mönche herumlaufen, sondern dass wir ein lebendiges Kloster sind, das andere teilhaben lassen will an dem, was uns begeistert, was uns bewegt, was uns auch Freude bereitet. Das Benediktinerstift Admont. Es vereint Kultur und Glaube zu einem einzigartigen Gesamtkunstwerk, das die Menschen des Ennstals seit nahezu 1000 Jahren prägt und auch in Zukunft gewiss noch lange begeistern wird. Herzlich willkommen bei Gipfellust. Ich bin der David. Ich bin der Roland. Und wir beide wollen euch heute unseren Store mitten in Schladming zu.
sind Sie auf der Suche nach einem Experten für den Bereich Trockenbau, Haussanierung, Vollwärmeschutz oder Stuckarbeiten? Wir haben den perfekten Ansprechpartner in Schladming für Sie. Ambient Trockenbau, Ihr Meisterbetrieb mit Handschlagqualität. Nähere Informationen finden Sie unter www.ambient-trockenbau.at. In sensiblen Zeiten. Ich glaube, ich höre im Traum sowas wie ein Indianer. Wäre jetzt nicht ganz meine Wortwahl. Und Heinz Hellmich versucht einfach nur, alles richtig zu machen. Sorry, aber das Ganze ist schon ganz schön deutsch. Beiden blonden Kinder, die sehen aus wie aus der Zwieback-Werbung von 1938, 83. Es geht definitiv diverser. Kann man die beiden Familien vielleicht kombinieren? Ich finde das Ganze total heteronormativ. Yes. Auf mich wirkt es noch sehr männlich dominant. Was fehlt uns denn jetzt noch? Vielleicht ein paar Dicke? Transpersonen. Älteren Menschen. Yes. Menschen mit Behinderung. Yes. Kein Nicht-Binär. Menschen, die sich als Tiere oder Fabelwesen identifizieren. Yes. Sorry, aber für mich sieht das eher aus wie ein Wanderzirkus in Ägypten. Hannes, bitte. Na, das ist das Ergebnis wieder. Unabsichtlich rassistisch. Rassistisch? Ich habe ein kleines Dinner vorgeschlagen, bei dir zu Hause, ganz zwanglos. Mein Job steht auf dem Spiel. Dieses Dinner ist ein Test. Die wollen wissen, wie alt und weiß ich wirklich bin. Wir müssen uns von unserer politisch korrektesten, unserer wokensten Seite zeigen. Wir kochen vegan. Ich könnte meine vietnamesische Pho machen. Sehr gut. Oh, Moment. Ist das nicht kulturelle Aneignung? Bitte was? Wir sollen noch Gäste einladen. Vielleicht mit Migrationshintergrund? Hallo. Was ist denn mit Giorgio vom La Terrazza? Italiener erzählen nicht. Was machen Sie Donnerstagabend? Dieses Dinner, das ist verdammt wichtig. Bitte keine heiklen Themen. Woher kommen Sie? Düsseldorf. Na, ich meine, wirklich. Essen ist fertig. Oh, ich freue mich schon. Ist meine Work-Life-Balance im Lot? Meine Darmflora okay? Benutze ich zu viele Emojis? Krieg, Klima, Viren und dann überall diese Avocado, Toast und Hafermilch. Inzwischen gibt es Menschen, die sich als Katzen identifizieren. Müssen wir jetzt alle öffentlichen Toiletten mit Katzenklos ausstatten? Was geht hier vor, oder? Die Erde brennt. Oh, ist hier auch so heiß? Eins, wo bist du?
Hitchcock, Woody Allen. Der weiße Hai? Sag mal, haben wir eigentlich irgendwas im Haus, das nicht alt und weiß ist? Sir Oliver Melly und Peter Schneider präsentieren mit Folk Blues Adventures akustischen Blues der Extraklasse. Zwei Gitarren, Mundharmonika und Gesang versprechen ein intensives Musikerlebnis. Der Pflichttermin für alle Bluesliebhaber startet am 8. November um 20 Uhr im Cool Öblan. Ticketinfos erhältst du telefonisch und per WhatsApp unter 0664 86 00 300 oder per Mail an tickets@kultur.st. Zum Nachlesen finden Sie unser Programm wie immer im Enstaller, der Zeitung aus der Region für die Region. Machen Sie auf sich aufmerksam mit einem Bericht in unserer Wochensendung, einem Werbeclip oder einem Kurzvideo in unserer Rubrik vorbeigeschaut. Via InstallTV und auf Ihren eigenen Kanälen haben Sie so mehr Reichweite. Wir freuen uns über Ihre Anfrage an vertrieb@enstall.tv. Die Woche war voller abwechslungsreicher Schauplätze und wir hoffen, mit unseren spannenden Berichten erneut Ihr Interesse geweckt zu haben. Ich bin Gregor Reuer und im Namen des gesamten Teams sage ich Danke fürs Zuschauen und Pfiatink. Seit nunmehr als 12 Jahren verschreibt sich der politisch ungebundene Verein Generationsnetzwerk Haus, allen voran die Gründungsmitglieder Ingrid und Uli Meier, der Hilfsbereitschaft für deren Mitmenschen. Sei es eine einfache Erledigung rund um die Alltagsbewältigung oder jemandem schlicht Gesellschaft zu leisten. Das Generationsnetzwerk Haus besticht mit Herzlichkeit, Offenheit und zudem versucht man, der möglichen tristen Einsamkeit entgegenzuarbeiten. Wir sind ein politisch ungebundener Verein und wir haben uns eigentlich Gedanken gemacht um unsere Mitmenschen in der Gemeinde und daher kümmern wir uns um die. Vor 12 Jahren haben die Meier Uli und ich diesen Verein gegründet. Es ist uns sehr wichtig, dass wir die Leute unterstützen, sei es beim Einkaufen, beim Spazierengehen, beim Ortsbesuch oder bei verschiedenen Aktivitäten, auch nur beim Spülen. Und die Leute sind so viel allein daheim und es kann sich heutzutage fast keiner mehr um unsere Mitmenschen kümmern. Und für das sind wir da. Wir bieten auch einmal im Monat, jeden ersten Montag im Monat, da in unserem Vereinslokal Sprechtage an. Es kann jeder Thema, der Hilfe braucht oder für irgendwelche Formulare zum Ausfüllen oder ganz egal, auch nur einfach zum Reden. Mit dem breit gefächerten Angebot im Verein bietet man eine ganzjährige Anlaufstelle für alle nach Unterstützung und Unterhaltung fragenden Mitmenschen. Um für den Verein eine essentielle und generationenübergreifende Verankerung in der Gesellschaft zu gewährleisten, konnte man mit der Volksschule Haus einen gewillten und kompetenten Partner gewinnen. Mir als Lehrerin war es immer ganz besonders wichtig, dass man Jung und Alt zusammenbringt, dass die Kinder mit älteren Menschen zu tun haben und von ihnen profitieren, dass die Alten von den Jungen profitieren. Und jetzt freue ich mich natürlich sehr, dass die Ingrid Meier an uns herangetreten ist. Und wir haben jetzt eine Kooperation geschlossen, haben beschlossen, dass wir viele Dinge miteinander tun werden. Um die Wichtigkeit dieses Vereins zu unterstreichen, versucht man von der offiziellen Seite immer wieder auf die verschiedenen Aktivitäten und dem daraus resultierenden Folgen Veranstaltungskalender hinzuweisen. Ja, regelmäßig treffen wir uns jetzt 14-tägig zu unseren Spielenachmittagen, die sehr gut angenommen werden. Da gibt es alles Brettspiele, Kartenspiele, Römi-Cup ist sehr beliebt bei unseren Mitgliedern. Es können aber alle anderen Menschen kommen, die allein sind, die sich allein fühlen.
Wir arbeiten auch jetzt mit der Schule zusammen und in dem Sinn muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist so schön mit den Kindern. Und da spiegelt sich wieder das Generationsnetzwerk. Bei Generationsnetzwerk heißt es eigentlich Generationen mit Alt und Jung. Und es ist einfach so schön, Alt und Jung miteinander zu erleben. Wir veranstalten auch Vorträge zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Erbrecht und Patientenverfügung, Diabetes und vieles mehr. Jung und alt sind zwei Komponenten, die wunderbar miteinander funktionieren. Denn im Endeffekt profitieren beide Parteien von guter Gesellschaft. Bei uns kann mitmachen jeder, der gern Zeit mit uns oder unserem Team verbringt, wo er Hilfe geben und auch Hilfe in Anspruch nehmen kann. Thank you.